Vor 13 Jahren ist er nach Österreich gekommen mit fast nichts im Gepäck, 200 Schilling und einer Ziehharmonika. Als Straßenmusiker hat er damals begonnen und heute zählt der gebürtige Pole Krzysztof Dobrek zu den kreativsten Musikern Österreichs. Ein paar Mal war er schon hier zu Gast bei uns im Studio und jedes Mal war seine Intensität faszinierend. Im November lädt Dobrek jeden Sonntag Freunde und Kollegen ins Wiener Orpheum, um mit ihnen gemeinsam zu musizieren. Nach Otto Lechner, Roland Neuwirth oder Allegre Corea folgen noch Maria Bill und die Landstreich. Außerdem ist gerade die erste CD mit seiner Formation Dobrek Bistro erschienen. Anlass für ein Porträt von Christian Konrad. Die Begeisterung von dem, dass man eineinhalb Stunden einfach konzentriert bei der Sache war und sich mit allen Gefühlen reinschmeißen konnte und dass das Publikum genommen hat, dass das Publikum mit Applaus belohnt hat, das bringt einen dazu, dass wenn ich von der Bühne gehe, war es nicht, wo ich bin. Aber ich bin glücklich. Dreizehn Jahre nach seinem Wien-Debüt ist Mr. Akkordeon Krzysztof Dobrek eine Fixgröße in der österreichischen Musikszene. Wenn der Vollblutmusiker aus Polen heute durch die Kärntner Straße spaziert, denkt er oft an jene 6 Jahre zurück, als die Straße sein Arbeitsplatz war. Kein Wunder, dass der 36-Jährige nicht ohne Stolz die erste CD seiner Band Dobrek Bistro in einer Auslage betrachtet. Man fühlt sich schon wie geehrt, dass... Früher war ich da und habe ich immer so einen Platz gesucht, wo der Wind am wenigsten quasi spürbar ist. Und jetzt quasi in dem gleichen Geschäft quasi liegt meine CD. Also das ist schon, ja, ich glaube, das hat jeder Mensch. Dobrek Bistro begeistert mit Weltmusik von hoher Intensität, gepaart mit Intelligenz und Spielwitz. Ideal verkörpert von den Frontmusikern Krzysztof Dobrek und Aljoscha Bitz. Ich kenne den Aljoscha schon seit 7 Jahren. Schon vor 7 Jahren habe ich gewusst, okay, mit dem kleinen Russen möchte ich jetzt der aufnehmen. Aber das bin ich. Die kürzlich erschienene erste CD der Band wird von Kritikern in höchsten Tönen gelobt. Das Gefühl ist so, man sagt sich, ja, wir haben es geschafft. Jahre zuvor hatte Dobrek es geschafft, nach Österreich zu kommen. Am 5. September 1990, 2 Tage bevor in Österreich die Visumpflicht für Polen eingeführt wurde, landete er am Wiener Südbahnhof. Mit 200 Schilling in der Tasche und einem Instrument, das er zwar als Kind gelernt, aber jahrelang nicht mehr gespielt hatte. Ich habe gewusst, wenn ich jetzt nach Österreich fahre, und was erwartet mich da? Ne? Sicher, Fußgängerzone. Was nehme ich mit? Nehme ich Akkordeon. Was kann ich sonst mitnehmen? Und so hat es wieder begonnen, vor 13 Jahren. Für den jungen Musiker, der am Krakauer Konservatorium Fagott studiert hat, wurde das Akkordeon zum Instrument des Überlebens. Dobrek tauschte seine klassische Ausbildung gegen die härteste Musikschule der Welt, die Straße. Als Straßenmusiker, du wirst von 1000 Leuten jeden Tag gesehen, aber dich gibt's nicht. Du hast keine Rechte. Du kannst dich anmelden, aber du hast keine Versicherung. Du darfst nicht krank werden. Du kannst nichts unternehmen. Du bist da und du spielst. Und ja, du bist vom Wetter und von Polizei abhängig. Weil wenn ein Polizist schlecht gelaunt ist, sagt er, schleich dich. Und du sagst, grüß Gott, schönen Tag und gehst weiter. Der endgültige Sprung von der Straße auf die Bühne gelang 1996 mit der steirischen Musikkabarettgruppe Die Landstreich. Bandleader Christoph Spörk engagierte den Akkordeonisten, der bis heute für die musikalischen Impulse im Quartett sorgt. Weitere wichtige Schritte in seiner Karriere waren ein Jahr darauf die Zusammenarbeit mit Sängerin und Schauspielerin Maria Bill und die bereits erwähnte Begegnung mit einem russischen Musikstudenten. Krzysztof Dobrek, Akkordeon. Aljoscha Bitz, Violine. Es war der Zufall, der im Jahr 2000 aus einer Blitzaktion die Band Dobrek Bistro entstehen ließ.
Friedel Preisel vom Akkordeonfestival hat mal im Jänner angesprochen, ich mache heute das erste Akkordeonfestival, willst du einen Abend haben? Ich habe gesagt, naja, Abend haben will jeder, aber was mache ich da? Und Stunde später saß ich schon am Tisch mit Aljoscha Bietz und wir haben einfach gesprochen, ja, wir haben, wie viel Zeit haben wir? 6 Wochen. Schaffen wir es nicht? Was machen wir? Machen wir Quartett, machen wir Quintett? Was für Programm und so weiter? Und wir haben gesagt, ja, riskieren wir es. Das Projekt Dobrek Bistro ist, was die stetig wachsende Fangemeinde beweist, zweifelsfrei geglückt. Da das musikalische Weltbild des extrovertierten Polen aber immer wieder nach Expansion schreit, ist er stets offen für neue Möglichkeiten. Hallo. Grüß dich. Grüß dich. Hallo, Marwan. Servus. Grüß euch. Mit Aleke Correa, Roland Neuwirth und Marwan Abado kreierten Dobrek und Bitz ein multikulturelles Quintett, das es in sich hat. Wo sonst treffen in einer Band slawisches Temperament auf Wiener Schmäh, brasilianische Rhythmen auf arabische Melodien? Alle drei sind für mich wichtige Persönlichkeiten in der Wiener Szene, jeder auf seine Art. Und dass mir gelungen ist, alle drei auf einen Fleck zu bringen. Sie haben sie gekannt vorher, aber sie haben nie miteinander gespielt. Weder die zwei, noch die zwei, noch die zwei. Und jetzt auf einmal merke ich, wie da ein neues Leben entstanden ist. Ein neues Leben, das Christoph Dobrek mit seinen Projekten auch der österreichischen Musikszene eingehaucht hat. Dobrek Bistro ist mein Leben. Es ist quasi eine Welt, die ich mir angeschafft habe und wo ich zu Hause bin. Sowohl musikalisch auch als menschlich. Dobrek am Sonntag. Es gibt noch 2 Konzerte im Orpheum. Kommenden Sonntag gemeinsam mit den Landstreich. Die haben ja vor kurzem den Salzburger Stier bekommen. Und am Sonntag, den 30. November, begleitet Dobrek die Schauspielerin Maria Bill bei ihren Chansons von Edith Piaf bis Jacques Brel. Die CD heißt Dobrek Bistro. Sie ist ein Live-Mitschnitt eines Konzerts beim Akkordeonfestival.